Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zwar das Januar Q&A. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und werde ganz gemütlich eure Fragen, die sich im letzten Monat angesammelt haben, beantworten. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ganz kurz die Info. Bei mir werden die allermeisten Fragen nicht in den Kommentaren direkt beantwortet, sondern einmal im Monat in Form eines Videos, weil es einfach viel persönlicher ist. Und weil ich ja natürlich auch die Community unterstützen möchte, heißt, so hat halt eben jeder was von der Frage und der Antwort und dessen Nutzen und nicht nur die eine Person. Ich stelle dich einfach mal da hin. So. Die Frage, die mit Abstand am allermeisten gestellt wurde, ist, wie sieht es mit den Umzugsplänen aus und was macht das Haus und der Kinderwunsch? Die zwei Fragen hängen natürlich eng miteinander zusammen. Ich habe euch ja schon an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, dass wir jetzt final auch entschieden haben, dass wir umziehen werden nochmal. Allerdings ist es natürlich nichts, was ich jetzt heute erzähle, oh, wir ziehen um und eine Woche später sage ich, so, wir sind jetzt umgezogen. Das funktioniert nur dann, wenn schon ein Objekt da ist und wenn du halt wirklich sofort quasi sagst, ja, super, wir ziehen jetzt um und jetzt müssen wir bloß noch unser Zeug hinbringen und dann ist eigentlich alles fertig. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Wir müssen ja erstmal ein geeignetes Objekt finden bzw. errichten und erst dann, um den zweiten Teil entsprechend zu beantworten, ist das Thema Familienplanung und Kinderwunsch relevant, weil in dieser Wohnung hier Kinder bekommen, Leute, nein, auf gar keinen Fall. Ich müsste ein Babybett ins Schaufenster stellen, da wo die Sonne reinknallt, ins Wohnzimmer. Ich könnte das nicht mal ins Schlafzimmer stellen, weil das zwischen Bett und Kleiderschrank nicht reinpassen würde. Der Kinderwunsch ist immer noch gleich, sowohl von ihm als auch von mir ist immer noch dasselbe wie vor 1, 2, 3 Jahren, aber meine Voraussetzung ist, dass das Gebäude dazu passen wird. Weil in eine völlig beengte, viel zu kleine, zugestopfte Zwei-Zimmer-Wohnung werde ich keine Kinder setzen, auf gar keinen Fall. Aber um zurückzukehren zum Thema Umzug, wie gesagt, also das Ganze läuft, aber das ist halt ein mega Projekt und ich werde euch da auch Stückchen für Stückchen für Stückchen mitnehmen und ein bisschen aktuell halten. Und werde euch da in nächster Zukunft, auch weil wir da natürlich einfach auch viel damit zu tun haben, ein bisschen was erzählen. Aber bis da wirklich wir dann drin leben und zwischen der Entscheidung sind dann nicht, das ist nicht eine Sache von ein paar Wochen. Das ist auch nicht eine Sache von ein paar Monaten. Das ist eine Sache eher von einem Jahr ungefähr. Ich denke, alle, die schon mal ein Haus gebaut haben, wissen das. Oder die einfach schon mal eine Immobilie erworben haben, die wissen das auch. Sowas macht man nicht innerhalb von wenigen Wochen. Hast du Angst vor einer Zunahme in einer Schwangerschaft? Leute, sowas von, weil das Gewicht ist bei mir einfach immer ein Problem gewesen, wird es immer ein Problem bleiben. Und wenn Menschen zunehmen, dann wenn sie schwanger sind. Und ich glaube nicht, dass ich nach einer Schwangerschaft mit 5 Kilo mehr rauslaufe, eher wahrscheinlich mit 30. Und die dann nachher wieder loszukriegen. Das Hashimoto und so weiter macht mir da so riesen Felsbrocken, so große Steine in den Weg. Das ist sehr schwer. Hallo, kann man in die Schiffsrestaurants auch mit Dreiviertelhose gehen? Gruß Peter. Lieber Peter, das kommt sehr drauf an. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, ja oder nein. Erstens kommt es auf die Reederei an, also mit welchem Schiff du unterwegs bist, weil jede Reederei hat andere Kleiderordnungen. Grundsätzlich aber bei denen, wo ich jetzt weiß, wie es ist, also sprich TUI, mein Schiff und AIDA, da kommt es aufs Restaurant an. Zum Beispiel bei der AIDA, wenn du da jetzt ins Fuego gehst, das ist das kinderbasierte Buffet-Restaurant, da kannst du auch mit einer Dreiviertelhose reinlatschen. Wenn du in TUI, mein Schiff, ins Atlantik gehst, mit einem, also zum Abendessen, mit einer kurzen Hose oder einer Dreiviertelhose, völlig unangebracht. Also kommt drauf an, welches Schiff, welche Reederei, welches Restaurant und welche Tageszeit. Grundsätzlich, Herren, lange Hosen, das ist immer besser. Warum seid ihr ins Allgäu gezogen? Liebe Grüße, Lena. Liebe Lena, das ist aus diesem Grund passiert, dass ich, wo ich Domi kennengelernt habe, er ja beruflich an das Bundesland Bayern gebunden ist und ich halt eben aus Baden-Württemberg komme und jetzt nicht aus Grenzregionen, sondern wirklich mittendrin. Wirklich mittendrin. Das heißt, es war klar, langfristig gesehen, wenn wir zusammenziehen, dass es für mich nach Bayern geht. Und jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass ich quasi einen Großteil meiner Kindheit sowieso in Bayern, also in Bayern Süden, schon verbracht habe. Wir waren immer zum Urlaub hier, wir waren immer so einfach ab und zu für Ausflüge, für Wochenendsachen hier zum Wandern hier. Ich habe auch teilweise Familie hier in Bayern, also im Bayerischen Wald. Und deswegen war für mich klar, Domi sucht das Bundesland aus, beziehungsweise gibt es durch seinen Job vor. Also suche ich die Region innerhalb vom Bundesland aus und da war gar keine Frage. Allgäu, Berge, Wandern, Natur.
Über was machst du deine Diplomarbeit? Meine Diplomarbeit schreibe ich im Bereich Sozialwissenschaften und zwar über das Thema Raumpsychologie. Also ich untersuche quasi verschiedene Gebäude und wie sich die Arbeitsumgebung und die Bürogestaltung auf die Leistungsfähigkeit von den dort sitzenden Mitarbeitern auswirkt. Konntest du dir deinen Arbeitsplatz, Ort, Arbeitgeber nach dem Studium aussuchen? Also die Frage ist ja in Vergangenheit gestellt. Ich studiere ja noch, mein Studium ist ja noch nicht beendet, deswegen, aber ich ziehe es jetzt einfach mal in die jetzige Zeit. Grundsätzlich kann ich mir nach meinem Studium dann in der Form Ort und Arbeitgeber aussuchen, soweit ich mich halt irgendwo bewerbe, dahin möchte und die mich auch annehmen. Also so wie jeder andere Mensch halt auch. Aber eigentlich habe ich ja schon einen Ort und einen Arbeitgeber. Das heißt, ich bin quasi von dieser Stadt ernannt und mein Job ist es halt aktuell, dieses Studium zu machen. Aber ich arbeite ja schon bei einem Ort. Also mit Entscheidungen für das Studium bei dieser Stadt habe ich mich ja schon entschieden für einen Ort und für einen Arbeitgeber. Würdest du ins Dschungelcamp gehen? Leute, ich und Spinnen und komische, eklige Sachen essen. Nein. Ich weiß nicht, ob ich dahin gehen würde. Ich glaube, so eine Show mal mitzumachen, würde mir schon Spaß machen. So Reality-TV finde ich eh immer ganz witzig. Also ich glaube, ich würde so einen Scheiß schon mitmachen. Aber, also Dschungelcamp, das Ding ist halt, ich würde da halt hingehen und so bei ziemlich allem sagen, nee, esse ich nicht, nee, mache ich nicht, nee, das geht nicht. Und das wäre ja Unterhaltungsfaktor nahezu null. Deswegen wäre das einfach nicht die passende Show für mich, weil ich dafür viel zu angeekelt bin. Aber angucken würde ich ab und zu schon mal gerne, ja. Wie geht's Dummy? Ich denke gut, aber ich würde sagen, wir fragen ihn einfach. Hey, Schatz. Hi. Wie geht's dir? Ganz gut soweit. Nur die Zeit ist gerade sehr stressig. Man hat vielleicht mehr zu tun, als man machen möchte. Aber ist eine geile Zeit und Mann, bin ich gespannt auf meine Zukunft mit dir. Oh, du bist süß, Schatz. Welchen Stellenwert hat neben den Proteinen der Genuss für dich beim Essen? Vergleich vor und nach der OP. Der Genuss ist für mich absolut wichtig. Ich esse nicht, um Proteine zu kriegen. Also das ist für mich der Nebeneffekt. Ich esse halt so, um meine Proteine ausreichend zu kriegen. Aber Essen ist für mich absolute Lebensqualität, Leute. Also ich verstehe diese Menschen nicht, die nur essen, damit sie nicht verhungern. Ich verstehe die Leute nicht. Essen ist Lebensqualität, 100%. Lustigerweise nach der OP sogar noch mehr wie vorher. Weil davor war es halt oft so, dass ich Fressattacken hatte, ganz viel emotionales Essen, ganz viel Frust essen, Langeweile essen. Und da habe ich es nicht bewusst genossen. Jetzt mache ich mir mehr Aufwand auch zu kochen, das schön anzurichten, weil es mir nicht nur darum geht, was zu essen, was lecker ist und viel davon. Deswegen genieße ich das tatsächlich bewusster und dadurch auch mehr. Welche Wanderschuhe und Hose kannst du für Anfängerinnen empfehlen? Da kommt es ja darauf an, für welchen Zweck. Was mag ich denn überhaupt? Wie bin ich vielleicht? Wie ticke ich halt einfach? Ich kann ja nicht sagen, diese Schuhe sind toll oder diese Hose ist toll. Das gibt's nicht, weil jede Anatomie ist anders. Es kann sein, dass ich dir jetzt eine Hose sage und die funktioniert für mich perfekt. Du würdest die anziehen und würdest dir denken, was ist das? Grundsätzlich Hose. Natürlich haben diese Wanderhosen auch einen Zweck, dass die eben elastisch sind, dass die bequem sind, dass man das Bein gut heben kann, dass es schneller trocknet, dass es ein bisschen schmutzabweisend ist. Das sind aber lauter so Sachen, die sind nice to have. Und Wanderhosen sind teuer. Deswegen als Anfänger empfehle ich dir wirklich einfach eine ganz gemütliche Hose anzuziehen. Im besten Fall mit einer Tasche. Also ich benutze nach wie vor, weil ich einfach keine gescheiten Wanderhosen finde für mich. Weil ich anatomisch offensichtlich nicht geeignet bin für die Bekleidungsindustrie. Diese typischen Frauensporthosen. So für den Winter so ein bisschen Laufhosen und zieh einfach eine Legging drunter. Ansonsten diese typischen Frauensporthosen. Hose, eine, die du bequem findest, mit der du dich gut bewegen kannst, wo du dich gut fühlst. Für Anfänger völlig ausreichend zum Ausprobieren. Schuhe sieht anders aus. Da nicht einfach irgendwelche Schuhe nehmen, weil da müssen die natürlich auch das können, um dich dort sicher bewegen zu lassen in dem Terrain, wo du dich bewegen möchtest. Schuhe, die ich persönlich sehr gerne mag und mit denen ich aktuell sehr, sehr glücklich bin und wo ich mittlerweile auch schon Empfehlungen rausgegeben habe, die Leute dann auch tatsächlich gekauft haben und die mir mittlerweile Rückmeldung gegeben haben, dass die auch toll finden und deswegen kann ich die jetzt in diesem Maß auch empfehlen, sind die hier, schau mal. Das sind die von Saleva. Die haben hier oben einen super bequemen Schaft. Man kann die aber trotzdem sehr weit nach vorne auch schnüren, damit man sicheren Halt hat. Grip hat man auch genug. Die sind von der Art her
so für durchschnittliches Terrain geeignet. Also gerade als Anfänger, wenn du jetzt nicht gerade vorhast, als Anfänger die Wachsmannbeschreibung zu machen, was ich hier nicht empfehlen würde, dann bist du damit technisch gesehen auf jeden Fall super gut bedient. Die kann ich dir echt ans Herz legen. Ich habe den Link unten in die Infobox gesetzt. Und ich habe dir alternativ noch ein paar andere, mit denen ich früher glücklich war, wo sich mein Fuß aber verändert hat und deswegen jetzt leider nicht mehr passen. Habe ich dir aber trotzdem reingesetzt, weil wenn die dir passen, kann ich die ja trotzdem empfehlen. Muss einfach gucken, weil nur weil mein Fuß da reinpasst, heißt ja nicht, dass deiner reinpasst. Einfach mal ausprobieren. Jetzt muss ich mal ein bisschen Kaffee trinken, wenn ich hier so viel rede. Hast du dich damals aufgrund deines Gewichts im Job, Schule benachteiligt gefühlt? Ja, hauptsächlich aber in meiner allerersten Ausbildung, wo ich Medientechnologie gelernt habe. Liegt aber einfach daran, kompletter Männerjob, ich als einzigste Frau. Das heißt, man hat eh erstmal Vorurteile. Dann kommt natürlich dazu, dass es ein komplett körperlicher Job war. Also man musste wirklich körperlich schwer arbeiten. Dann bin ich halt eine Frau, die nicht nur eine Frau ist, sondern bin ich eine Frau, die da mit 150 Kilo daherkommt. Das heißt, die Vorurteile sind noch viel stärker da. Wie will die das sowieso schaffen? Und zweitens, wie will die das mit diesem Gewicht schaffen? Man hat mir viele Vorurteile entgegengebracht. Deswegen war es für mich damals auch wirklich schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und ich habe dann auch eine Chance bekommen von meinem damaligen Chef. Da bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar drum. Und der hat auch nach kürzester Zeit gemerkt, wie kann das? Und die Vorurteile, die waren nach kürzester Zeit wirklich weg. Ob ich in der Schule damals Nachteile hatte, weiß ich nicht. Ich glaube, in der Berufsschule auf keinen Fall. Also die Lehrer mochten mich eigentlich alle sehr, sehr gerne, weil ich halt eben das einzigste Mädel in der Klasse war und das ist ja was ganz Besonderes und Highlight und oh mein Gott, ne? Also die haben es auch recht schnell gemerkt, dass ich einfach eher wie die Jungs gewesen bin. In der normalen Schule, also außerhalb der Berufsschule damals. Ich weiß es nicht. Kann schon sein. Wenn, habe ich es nicht mitbekommen, weil Lehrer lassen dich das in der Form ja nicht spüren. Also klar gab es Lehrer, die mich gehasst haben. Das war aber auf Gegenseitigkeit beruht. Ich habe es denen auch nicht leicht gemacht, muss ich ehrlich sagen, manchmal. Mit den allermeisten bin ich super klar gekommen und ja, habe ich jetzt nichts mitgekriegt. Was die Leute hintenrum natürlich denken, das kriege ich ja nicht mit, aber das ist vielleicht manchmal auch besser so. Mixst du deine Shakes mit Wasser oder mit Milch? Da geht es um die Proteinshakes. Das kommt drauf an. Wenn ich ein Hydrolysat benutze, natürlich mit Wasser. Wenn ich jetzt irgendwelche Whey's oder Isolate oder sowas verwende, dann kommt es auf die Sorte drauf an, ob ich das lieber mit Milch oder lieber mit Halbmilch, Halbwasser mag. Whey und Isolat nur mit Wasser, mache ich nicht, das schmeckt einfach nicht. Meistens ist man mit Hälfte Milch, Hälfte Wasser gut mit. Wir bleiben gleich bei den Proteinfragen. Zeig uns doch mal deine liebsten Proteinprodukte. Werde ich jetzt nicht hier tun, das ist einfach viel zu zeitaufwendig und das habe ich an mehreren Stellen schon getan. Aber es gibt ein Video, dieses hier, Basiswissen Proteinprodukte. Also wenn ihr da neu seid in dem Thema, dann schaut da gerne mal rein. Habe ich euch unten verlinkt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und dort ist auch eine Liste mit Empfehlungen in der Infobox. Die Liste ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter. Das heißt, ich habe die Liste ein bisschen überarbeitet und habe euch in diese Infobox eine neue Liste mit meinen Lieblingsproteinprodukten verpackt. Fühlt es sich anders an, verheiratet zu sein? Nein, eigentlich nicht wirklich. Also im Umgang miteinander ist es nicht anders, weil wir sind immer noch die gleichen Menschen, wir sind immer noch das gleiche Paar. Es ist in der Form schöner, dass man den anderen halt auch als den Ehepartner vorstellen kann. Also wir freuen uns nach wie vor, wenn wir jetzt zum Beispiel Post bekommen und da steht dann drauf, Ehepaar Frank oder so. Wenn wir uns da halt als Familie Frank einfach vorstellen können und nicht einfach nur zwei zusammenlebende Menschen sind so. Und das ist einfach schön. Außerdem gibt es so viele schöne Ehewitze und Klischees. Da kann man sich einfach viel besser drüber lustig machen wie unverheiratet. Und natürlich erinnern wir uns auch total gerne zurück an die lustige Verlobungsstory mit den 100.000 Fails. Leute, also ich weiß ja nicht, wie viel in einer Verlobung schief gehen kann, aber ich glaube, wir haben die Latte sehr hoch gelegt. Schaut euch auch da das Video dazu an, ist auch verlinkt. Falls ihr es nicht gesehen habt, das war echt der Hammer. Genauso aber natürlich auch die Flitterwochen, die Hochzeit an sich. Also das sind einfach sehr schöne Erinnerungen. Und ja, ist schon toll, wenn man dann diesen Schritt macht, dass man sich wirklich auch rechtlich für eine Person wirklich entscheidet, so richtig final. Das ist einfach irgendwie wie so ein i-Tüpfelchen. Die nächste Frage, die passt da thematisch auch schon gut dazu. Wann warst du dir sicher, dass Domi der eine ist? Also da kann ich dir jetzt nicht wirklich ein Datum sagen oder einen bestimmten Anlass.
Das ist eher so ein Prozess. Ich meine, als wir geheiratet haben, waren wir halt auch schon fast 9 Jahre zusammen. Und über diese 9 Jahre lernt man die Person in allen möglichen Lebenslagen, mit allen möglichen Macken und in allen möglichen Stimmungen kennen. Da merkt man das dann einfach, ob man mit dem seinen Fehlern leben kann oder nicht, weil ein Mensch zu finden, der perfekt ist, vergiss es, es wird nichts. Es kommt ja darauf an, ob du mit seinen Fehlern leben kannst. Und ja, ich meine, in 9 Jahren kann man das schon feststellen, dass man das kann. Man stellt fest, man hat ähnliche Hobbys, ähnliche Interessen, ähnliche Überzeugungen. Bei manchen auch nicht. Also zum Beispiel politisch sind wir gar nicht einer Meinung. Aber trotzdem funktioniert es, weil wir beide offen für andere Meinungen sind. Also wir können die akzeptieren. Finden sie vielleicht nicht gut, aber wir können sie akzeptieren, ja. Und ich glaube, das sind einfach solche Sachen, die man rausfindet über die Zeit. Und überall so gedanklich, also nicht, dass man jetzt eine Liste hätte, aber man macht so, Hobbys ein Häkchen, Zusammenleben ein Häkchen, Alltag ein Häkchen, gemeinsame Richtungen, die die Zukunft ziehen soll, Häkchen. Und wenn dann einfach viele Häkchen da sind, irgendwann merkt man einfach, okay, das funktioniert. Und dann kann man ja so eine Entscheidung wie eine Ehe auch fällen, oder? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr rausgefunden habt oder wann ihr rausgefunden habt, dass euer Partner der Richtige für euch ist. Was hältst du von den neuen Abnehmspritzen? Ein leidiger Versuch, das Abnehmen, was einfach ein schwieriges Thema ist, künstlich zu vereinfachen, was aber nicht funktioniert. Ist nichts anderes wie eine Manipulation von den Hormonen. Und im Endeffekt, ich habe sowas schon durch, lange bevor es sowas gab, in anderer Form. Am Ende machst du mehr kaputt, als es nutzt. Würdest du auf eine Lipödem-OP sparen, wenn du dauerhaft Probleme hast und die Kasse nicht zahlt? Gott sei Dank machen meine Lipödeme in der Form nicht so viel Probleme, dass ich so starke Schmerzen hätte oder so. Also aktuell ist es so, dadurch, dass halt mich vor allem einfach nur das Volumen und die Optik davon stört, ist es so, dass ich leider nicht das Geld habe, um zu sagen, ich priorisiere das jetzt und spare da drauf. Und außerdem würde der Ausfall, der das bedeuten würde, also mit der OP und allem, würde mir einfach aktuell überhaupt nicht reinpassen. Geht einfach aktuell nicht, will ich auch nicht. Falls sich die Probleme irgendwie mal, irgendwann mal vermehren sollten und ich irgendwie voll die krassen Schmerzen bekommen sollte in den Lipödem-Regionen, kann das natürlich schon sein, dann ja. Aber aktuell, nee. Da haben wir andere Prioritäten fürs Sparen. Womit wir wieder beim Thema Umzug wären. Damit sind wir sogar schon bei der letzten Frage. Was ist dein Lieblingsessen und Trinken? Gilt Eiskaffee als Trinken? Also falls ja, dann auf jeden Fall Eiskaffee. Wenn du das nicht gelten lassen möchtest, ich mag voll gerne Cola Vanille. Und was auch mega lecker ist, ist Bitter Lemon mit Kaffee. Klingt komisch, aber probier das mal. Das schmeckt Hammer. Und Lieblingsessen? Ein Essen, das ich sehr, sehr gerne mag, ist tatsächlich frisch gebackenes Pfannenbrot. Ist so ein bisschen angelehnt an das indische Naanbrot, aber nicht so dünn, sondern ein bisschen dicker und flauschiger. Mit so einem Pfannengemüse, wo man das dann so reindippt und es dann so flüssig ist und aber brokkelig gleichzeitig. Und ja, das ist ganz, ganz lecker. Weißt du was? Ich werde es mal abfilmen. Ich werde es mal abfilmen, dann zeige ich euch das Rezept einfach mal, weil ich glaube, das kennt ihr noch nicht. Damit sind wir auch durch mit allen Fragen vom Januar Q&A. Stellt die Fragen fürs nächste Q&A einfach unter dieses Video oder unter jedes andere Video hier oder unter jeden Post auf Instagram. Ich sammle das, ich lese jeden Kommentar, ich freue mich über jeden Kommentar. Schreibt also gerne was, lasst ein Like da und abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Tschüss!